So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Northgard. Das ist Part 3 und ich wollte euch ja zeigen, wie diese Arbeiter jetzt diesen Silo-Turm errichtet. Wir sind ziemlich am Hungern, sag ich mal. Wir kriegen von den Bauern plus 10. Da haben wir auch nur... Ach Moment, wir können doch noch einen Schafstall errichten. Da war doch was. Ich hoffe, das bringt was. Weil hier nämlich jetzt keine Schafe stehen. Ich probiere es einfach mal. Nee, konnte ich da gar nicht hinbauen, ne? Nee, das heißt, oh, wir werden angegriffen. Ah, ist nur ein Wolf. Ich hoffe aber jetzt nicht, dass unser Minenarbeiter stirbt. Na komm. Mach ihn tot. Jawohl. So, 4 Steine haben wir schon mal. Wir brauchen 10. Ich wollte ja das Feld aufbessern. 10 Steine brauchen wir dafür. Und das Haus reiße ich. Ich lasse ihn das Haus aufbauen und dann reiße ich das andere Haus ab. Dann kann ich nämlich. Oh, das Schaf kann ich auch steuern. Hä, wie nice ist das denn? Den kann ich einmal aufzubauen. Da kann ich doch den Stabschall auch hier hinbauen, oder? Bauen wir das hier. Das ist wichtiger. Was ist das? Noch mehr Steine. Das ist gut. Können wir noch mehr Steine rausholen. Oh, das war eine Rattenplage. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und hier oben ist noch... Oh, hier sind ein paar Wölfe. Ja, ihr seht. Also machen wir alles ganz in Ruhe. Ganz entspannt. Bau mal die Kacke hier fertig. So, immer noch minus 2 Nahrung. Und irgendwie ist einer tot. Minus 2 ist noch vollkommen okay. Arbeite hier. Sollst du arbeiten? Wir haben keine kleinen Mitglieder, die hier arbeiten. Ja, ich weiß. Er soll doch hier arbeiten. Warum arbeitet er hier nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe nicht, warum er hier nicht arbeitet. Lass ich ihn erst unser Haus da errichten. Das Feld können wir upgraden. Das ist wichtig. Ach fuck, erstmal das Gemeindehaus. Das können wir auch upgraden. Ja, die 2 Reise wir mal positiv. Nice, wir können unsere Holzfäller bauen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Angriffskraft. Bergarbeiter gewinnt 15% Nord. Na gut, das kann man später auch noch freikaufen. Nehmen wir erstmal das, weil das ist wichtiger. Da kriegen wir nämlich einfach Rohstoffe. Jetzt frage ich mich, wie ich da einen Arbeiter reinkriege. Oh, jetzt wird's kalt. Schafstall. Warum arbeitet der da nicht? Muss das erst ein Landwirt sein? Wieso kriege ich da keine Arbeit da rein? Das verstehe ich doch nicht. Na egal, denn. Ach Mist, wir brauchen ja noch. Ah, fuck. Hier können wir nämlich jagen gehen, aber da haben wir nicht genug Zeug für. Wir haben keine Kleinmittel, die hier arbeiten. Ach, können wir das nochmal erkunden? Wo sind denn unsere Speer? Hier ist einer. Hier, wir können doch mal das Schiff hier. Ne, ist super jetzt geplündert. Na gut, dann bleibt das da wohl liegen. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht das machen kann. Ja, ist erstmal egal. Gleich sind wir am Fangen.
Und es ist erst der halbe Winter. Deswegen brauche ich jetzt... Scheiße, wir verbrauchen ganz schön viel Holz. Ah, wir können jetzt nichts bauen. Reiß ich den Schaftstuhl ab, weil das bringt mir ja jetzt nichts. Fisch gibt's auch keinen. 50 Holz, eine Holzfällerbude. Wir verlieren gerade Holz. Macht erstmal. Jungs, macht erstmal. Hier haben wir auf jeden Fall gerade eine Menge Geld bekommen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wir können was upgraden. Erstmal das. Ja, hier nimmt jetzt so ein Typ sein Gebiet ein. Das ist ein bisschen blöd. Das habe ich vielleicht ein bisschen zu voreilig eingenommen. Aber ist egal, soll er ruhig machen. Die schlachten wir nachher alle ab. Und ich hoffe, dass es stimmt, was ich gesagt habe, dass es denn hier billiger wird zu kaufen. Wir haben bisher halt nur eine Nahrungsquelle. Das ist das hier. So, jetzt ist zum Glück wieder Sommer. Jetzt nimmt es doch endlich ein. Ist mir auch egal, jetzt das Gebiet ist verloren. So, jetzt gibt es nämlich... Oh, jetzt gibt es richtig heftig Nahrung dazu. Und Holz? Na, Holz gibt es zwei. Und woran liegt das? Genau. Wir haben einen Holzfäller, der angeschlagen ist. Und was macht er hier? Er sammelt Nahrung. Du kannst erstmal hier wieder hingehen. Er macht uns die Steine klar. Bringt natürlich das Speerlager. Okay, 100%. Das ist noch 50%. Oh, hier werden wir angegriffen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Fuck, wo ist mein Krieger? Da. Geh hier hin, greif ihn an. Fuck, das ist jetzt echt scheiße. Da muss ich ein paar Männer mal eben zu Kriegern ausbilden. Kann ich nur zwei Krieger haben? Oder was? Geh hier hin. Die rücken gerade vor. Okay, das muss ich jetzt erstmal einnehmen später. Jetzt brauche ich auf jeden Fall wieder Holz. Och nee. Hier hinten spawnt gleich. Ah, fuck. Da spawnen gleich welche. Kommt erstmal mit hier. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Die Katastrophe tritt gleich ein. Ich habe 15 Steine. Kommen denn? Schicke ich hier noch ein paar Leute hin. Und er? Nichts, er sammelt Nahrung. Dass sie dann direkt gleich zuschlagen können. Da spawnen die nämlich gleich hier aus dem Schacht. Und jetzt gibt man mal ein bisschen Holz hier, Jungs. Ich hoffe, die kriegen wir noch easy besiegt. Das sind nämlich zwei. Und wenn nicht... Steht ja schon wieder einer bereit. Attacke, greif an. Super, wenn einer tot ist, geht er direkt hier rein. So, neun machen. Top. Da haben wir gewonnen. Das ist sehr gut.
Und die platziere ich erstmal beide hier. Der kann weg. Auch weg. Die beiden Soldaten platziere ich da, falls hier einer von den beiden meint, mich angreifen müssen. Angreifen zu müssen, Moment. Also, brauche ich hier noch so einen Turm, weil das geht so nicht. Hier kann eigentlich auch noch einer hin. Aber jetzt erstmal das Feld aufwerten. Nein, es geht noch nicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.